Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Nachdem unsere beiden Kanäle Hörspiele und Hörbücher Black Edition bzw. Blue Edition mittlerweile viele Fans gefunden haben, können wir euch mitteilen, dass es nun zwei weitere Editionen bzw. Kanäle gibt. Dies wären Hörspiele und Hörbücher Red Edition und die ebenfalls neue Green Edition. In diesen werdet ihr einen Genremix von Stücken finden, welche bisher in der Black Edition, deren Fokus auf Thrillern und Krimis liegt, und in der Blue Edition, wo fantasievolle Sci-Fi-Geschichten zu finden sind, leider keinen Platz gefunden haben. Wir würden uns freuen, wenn wir auch mit diesen beiden neuen Kanälen euren Geschmack treffen. Die Links zu unseren nun insgesamt vier Kanälen findet ihr im ersten angepinnten Kommentar. Nun aber genug der Vorrede und weiter mit dem nächsten Stück. Wir wünschen gute Unterhaltung. Und damit beschließen wir unser heutiges Programm von Die Welt 99. Die nächste Folge der Reihe, in der Allison Adams und ihr Team aktuelle Probleme unserer Tage darstellen und analysieren, sehen Sie im kommenden Herbst. Dann heißt es auf Kanal 6 der Midwest Television mit Allison Adams ins nächste Jahrtausend. Ins nächste Jahrtausend. Reichlich vollmundig weh. Aber wenigstens ist die nächste Saison gesichert. Ich habe schon halb damit gerechnet, dass wir alle gefeuert werden. Das kommt schon noch. Im Übrigen war es ja nicht schlecht. Was sollst du als der Regisseur denn anderes sagen? Aber ehrlich, ich fand's lausig. Lahmes Skript, ohne Pep, schlampige Kamera und ich selbst. Wie eine Lehrerin vor einer Schulklasse. Ich würde am liebsten alles nochmal machen bis zur Sendung. Du bist müde. Ja, das kannst du laut sagen. Ich bin einfach nicht mehr ins Bett gekommen die letzten Tage. Was ist mit den Anrufen? Zu Hause finde ich wahrscheinlich den nächsten auf dem Anrufbeantworter. Was tut die Polizei? Arbeitet daran. Kennt man. Miss Adams? Ja? Sie, Josie, warum sind Sie denn noch nicht zu Hause? Ein paar von uns sind geblieben, um das Programm auf einem Studiomonitor zu sehen. Hat sich schwer gelohnt. Freut mich, Josie. Gibt es noch irgendetwas? Ja, ein Anruf vom Programmdirektor. Oh. Von seiner Sekretärin, genauer gesagt. Er bittet sie morgen um 10 Uhr zu einem Gespräch. Oh. Ach ja? Ich habe gesagt, ich würde es morgen früh bestätigen oder gegebenenfalls, wenn Sie zu müde sind, absagen. Und das bin ich auch garantiert. Er muss leider warten. Sehr mutig von Ihnen, Josie. Und es freut mich, dass Ihnen das Programm gefallen hat. Tja dann, gute Nacht. Gute Nacht, Josie. Gute Nacht. Gott wird es nicht gefallen, seine Einladung zurückgewiesen zu sehen. Das muss Gott mit Josie Clark ausmachen. Sie ist neu. Wo hast du sie eigentlich gefunden? Ganz normal, über die Personalabteilung. Die halten sie jung, wie sie ist, für eine potenzielle Senkrechtstarterin. Ach, wenn sie nur nicht schon vor dem Abheben explodiert. Das Kontrollzentrum wird aufpassen. Aber gehen wir, oder? Soll ich dich nach Hause bringen? Ich bin ausnahmsweise mit meinem eigenen Wagen da. Danke. Dann bis zum nächsten Mal. Programmsitzung heute in 2 Wochen. Also dann, Ed. Und pass auf dich auf. Ich werde mir Mühe geben. Automatisches Licht. Verdammt nochmal. Oh Gott. Die Strafe für 3 Tage Abwesenheit. Rechnung, Kataloge, Bettelbriefe. Aber kein Alarmsignal. Das ganze Alarmsystem scheint nicht zu funktionieren. Strom ist da. Ist da jemand? Hallo? Polizeizentrale, was können wir für Sie tun? Hier Allison Adams, Henry Crescent 20, Seitenstraße zur Royal Court. Ich bin gerade nach Hause gekommen und stehe zwischen äußerer und innerer Eingangstür. Jemand hat offenbar das ganze Alarmsystem ausgehebelt. Das Licht draußen hat schon nicht funktioniert. Womöglich sind die noch im Haus. Ich werde seit Monaten bedroht, das ist bekannt bei Ihnen. Bitte schicken Sie sofort Ihre Leute. Ist das Allison Adams vom Fernsehen? Richtig, machen Sie Tempo, ja? Wir sind gleich bei Ihnen.
brauchen Sie immer so lange, wenn Sie gleich sagen. Tut mir leid, wenn Sie zu lang vorgekommen ist, Mrs. Adams. Kommen Sie doch bitte herein. Zwei kleine Mädchen werden vermisst und wir sind mit den Ermittlungen befasst. Ich habe die Agenturmeldung gelesen. Ich hätte zwei junge Beamte schicken können, aber Ihr Anruf war mir wichtiger. Ich bin Chefinspektor James Johnson. Mein Kollege hier ist Detective Sergeant Raymond Collins. Guten Tag. Sie haben nach Ihrer Heimkehr nichts angerührt? Nur den Lichtschalter. Auch den Berg, Fanpost nicht? Nein. Gut, das hat man davon, wenn man berühmt ist, wie? Das ist die übliche Quote von Hass und Schweinereien. Hm. Sergeant, Sie suchen das Haus ab, ja? Alle Zimmer? Ja, was denn sonst? Aber vielleicht lassen Sie netterweise die Schubladen in meinem Schlafzimmer aus. Wie Sie meinen, Gnädfrau. Himmel, ich wollte ihn nicht beleidigen. Er wird sie überleben. Aber inzwischen erzählen Sie mir mal bitte kurz, was Sie an anderen Tagen so tun, wenn Sie nach Hause kommen. Erstmal fliegen zum Beispiel meine Schuhe in die Ecke. So, Schuhe, Jacke, alles in der Ecke. Vor allem die Tasche mit meinen Unterlagen. Und manchmal fliegt auch mehr. Also, hier ist mein Anrufbeantworter und da meine Hausbar. Über die machen wir uns heute wohl zuerst her. Alles überprüft, Sir. Von Mrs. Adams Schlafzimmerschubladen abgesehen, versteht sich. Was glauben Sie, was passiert wäre, wenn Sie da rangegangen wären? Sir, keine Einbruchsspuren. Wenn sich jemand Zutritt ins Haus verschafft hat, muss er Schlüssel gehabt haben. Auch am Alarmsystem war keine Manipulation zu erkennen. Wer außer Ihnen hat Schlüssel, Mrs. Adams? Niemand. Oh, Putzfrau, Elektriker, Maler, Klempner. Es kommt schon mal vor, dass ich jemandem die Schlüssel gebe, aber ich habe sie immer zurückbekommen. Schlüssel kann man nachmachen lassen, im Handumdrehen. Vielleicht bin ich ja zu vertrauensselig. Zeit für einen Drink, oder? Nee, nicht für uns. Aber Sergeant Collins wird sich ein Vergnügen daraus machen, Ihnen was einzuschenken. Dann ein Whisky. Danke, Sergeant. Mit einem großen Schuss Tonic. Könnten wir unterdessen Ihren Anrufbeantworter kurz checken? Natürlich. Das Band ist sowieso schon ziemlich bis zum Ende gelaufen. Okay. Die Spurensicherer werden sich das ganze Band dann morgen anhören. Harry, hier Jack. Tut mir leid, dass ich auf deiner Programmkonferenz gefehlt habe. Und dabei hätte ich ein paar erstklassige Ideen für die nächsten Folgen. Verpasse sie dir bei nächster Gelegenheit, okay? Zu spät, mein Lieber. Such dir einen anderen Job. Allison, hier ist Mutter. Kannst du nicht endlich diese dämliche Maschine abschaffen? Ich hasse die Dinger. Bitte ruf mich zurück. Vor Freitag. Unbedingt. Oje. Ah, das Band ist zu Ende. Sie wollen nicht doch noch etwas früher einsteigen? Nein, was ist mit den unerfreulichen Anrufen? Die Bänder mit dem, was ich mir in den letzten beiden Jahren habe anhören müssen, hat alle ihr Superintendent Graham bekommen. Tom Graham? Der, ja. Und der hat sie an einen Inspektor Simpson, glaube ich, weitergegeben. Aber zum Ausfragen ist ein Dr. Charlton hier erschienen. Einer unserer besten Fachleute. Und? Ja, es wurden wohl einige Anrufe identifiziert, aber leider nicht die schlimmsten. Okay, ich werde mich mit den Kollegen unterhalten. Oh, Entschuldigung. Johnson. Was? Tatsächlich. Okay, ich komme. Und wo ist das? Belmont Fields. Gut, ich bin in 10 Minuten da. Bedauere Miss Adams, aber wir müssen los. Das kam ja wie gerufen. Keineswegs. Ich werde dafür sorgen, dass Streifenwagen vorbeischauen. Morgen sehen wir dann nochmal nach. Bis dahin sollten Sie sicher sein. Wenn Sie meinen. Trotzdem, der Anruf hätte nicht passender kommen können. Gratuliere. Da kann ich Ihnen nicht recht geben. Eines der beiden Mädchen, von denen ich gesprochen habe, eine 3-Jährige, ist tot aufgefunden worden in einem herrenlosen Wohnwagen. Oh Gott, das tut mir leid. Ja, mir auch, uns allen. Nach ihrer Schwester, 7 Jahre alt, wird noch gesucht in einem nahegelegenen See. Und wenn wir sie nicht finden, kämmen wir das ganze Gelände durch. Ich bin wahnsinnig müde. Morgen nehmen wir uns ihre Post vor und dann den Rest des Bandes. Sergeant Collins kümmert sich drum. Ja, werde ich. Und Alarmsysteme, schalten Sie nicht von selbst ab. Wir kommen der Sache schon auf den Grund, das verspreche ich Ihnen, Mrs. Adams. Ich gebe Ihnen Jim Ryan zur Unterstützung. Oh Gott, nein. Lady, naja. Ich wette, jemand war heute in Ihrem Haus. Eine ziemlich berühmte Frau. Es würde Ihrer Karriere nicht schaden, Ray, wenn Sie einen Kerl fassen, der Allison Adams mit obszönen Anrufen verfolgt. Ich kläre das mit dem Chef, dass Charlton mit von der Partie ist, etc. Guten Morgen. Hallo, wer sind Sie?
Detective Sergeant Raymond Collins und Kollegen, hier ist mein Ausweis. Und wer sind Sie? Josie Clark, ich bin eine von Mrs. Adams' Assistentinnen. Können wir reinkommen? Ja, natürlich. Wo ist Mrs. Adams? Nicht da. Sie wollte nicht im Haus bleiben. Sie hat mich angerufen und ich habe sie in ein Hotel nach Windsor gebracht. Und anschließend sind Sie hierher gefahren? Ja, damit jemand da ist, wenn Sie kommen. Wo ist der Stapel Briefe hingekommen? Die habe ich auf den Schreibtisch von Mrs. Adams gelegt. Ich kann Ihnen sortieren helfen. Danke, nicht nötig. Wir hatten Mrs. Adams gebeten, nichts anzurühren. Oh, das tut mir leid. Sie wissen von den obszönen Anrufen, die Mrs. Adams bekommt? Ja, ich habe sie zum Teil mit angehört. Mieses Zeug, widerlich und beängstigend. Die Bänder soll alle ein gewisser Mr. Charlton erhalten haben. Das bin mit Verlaub ich, Miss. Ah. Haben Sie irgendeinen Verdacht, wer dahinter stecken könnte? Nein, irgendwelche Spinner. Von den zwei perversen Idioten abgesehen. Zwei? Ja. Hast du das gehört, Bob? Die Miss hier denkt, es gibt zwei Anrufer. Das stimmt. Noch dazu zwei ausgebuffte Kerle. Nie vom selben Telefon oder Internetanschluss oder sowas. Nicht, Wally! Was? Die Schachtel öffnen! Ah! Wally liegt mit Verbrennungen ersten Grades im Krankenhaus. Soll aber diese Woche noch rauskommen. Der macht jedenfalls kein Paket mehr auf, ohne mich gefragt zu haben. Sie sind ein harter Knochen, Bob. Und jetzt erzählen Sie von Ihren beiden Hauptverdächtigen. Dazu muss man nur wissen, dass Alison Adams eine von Hunderten von Frauen ist, die belästigt werden. Die meisten von ihnen stehen im öffentlichen Leben. Aber uns hat es natürlich gar nicht erst zu interessieren, ob sie im Fernsehen auftreten oder Gemüse verkaufen. Unsere Fangquote liegt bei 50%. Von dem Rest hofft man, dass sie es irgendwann satt bekommen und aufhören. Und im Fall von Adams? Naja, es wird erstens ziemlicher Druck von oben gemacht. Zweitens haben wir ein gutes Dutzend, nennen wir sie mal Amateure, tatsächlich verscheucht. Drittens haben wir von den beiden Hauptverdächtigen ziemlich genaue Täterprofile. Der erste dürfte ein sexuell unreifer Knabe Mitte, Ende 20 sein, mehr eine Plage als eine Bedrohung. Miss Clark denkt, er kommt aus dem Film- oder Fernsehmilieu. Wie das? Weil er Fachausdrücke benutzt. Treatment, Set, Close-up, all sowas. Und der andere? Mit Sicherheit älter, gebildeter, möglicherweise Akademiker. Ein Mann mit Ressentiments. Ziemlich giftiger und sexuell bedrohlicher Typ. Unser Psychiater schätzt ihn als potenziell durchaus gefährlichen Psychopathen ein. Warum schützt man Mrs. Adams dann nicht entschiedener? So geht das schon seit 2 Jahren und der Kerl läuft noch immer frei herum. Nicht zu fassen. Mein lieber Ray, mit West TV heizt Superintendent Graham ein, der heizt Simpson ein und Simpson heizt mir ein. Da drehen genügend Leute dran. Nur, dass mir mindestens 5 Mann im Team fehlen. Da können die sich alle auf den Kopf stellen, aber dreckige Anrufe rangieren bei mir nicht oben auf der Liste. Okay, okay, ich sag's ja nur. Aber wir müssen jetzt einen neuen Anlauf nehmen, so viel ist sicher. Miss Clark? Josie, ja? Josie, was Sie hier gehört haben, ist streng vertraulich, begriffen? Ja. Gut. Könnten Sie sich dann bitte mal um die gerade genannte Nummer 1 kümmern? Ob jemand aus der unmittelbaren Umgebung von Mrs. Adams in Frage kommt. Ein junger Mann, der Grund hätte, sauer auf sie zu sein und ihr deshalb übel mitspielt. Sehen Sie in Unterlagen nach, hören Sie sich vorsichtig um und so weiter, ja? Puh, wo anfangen? Aber gut, ich versuch's. Und wir machen mal eine Zwischenbilanz mit Nummer 2. Was haben wir? Circa 20 Anrufe auf Band. Auch einige Faxe und E-Mail. Alles hier bei den Unterlagen. Inhaltlich immer gleich? Im Wesentlichen ja. Aber etwas ist seit kurzem anders. Und zwar? Er hört jedes Mal mit einer Art Code auf. Er ist offensichtlich ein verflucht intelligenter Hund. Jedenfalls hat er ein paar der intelligentesten Leute meiner Gruppe mit seinen Einfällen in Gang gehalten. Die bestanden zunächst einmal ganz einfach aus Namen. Bis sich auf einmal ein Zusammenhang zwischen den Namen und der übermittelten Botschaft selbst herausstellte. Ich will Sie nicht mit den Einzelheiten langweilen, aber heraus kamen jedenfalls am Ende Daten. Und haben die irgendetwas zu sagen? Augenblick. 12. Mai 91, 8. Februar 93, 5. August 95,
19. November 97. Sagen die Ihnen etwas? Unmittelbar nichts. Er will uns wohl für dumm verkaufen oder in die Irre führen. Ich meine, er gibt uns ja offenbar ungefragt irgendwelche Hinweise, oder? Was andererseits ziemlich unvorsichtig ist. Denn so kriegen wir ihn natürlich irgendwann. Ihr Wort in Gottes Ohr. Und sonst? Ja, das ist das Band, das wir heute früh mitgenommen haben. Unmögliche Apparaturen, diese Anrufbeantworter, so unpersönlich. Kein intimer Kontakt möglich. Dazu komme ich gleich noch. Du wirst eine Offenbarung erleben, wenn es erst einmal soweit ist. Das lass dir jetzt schon flüstern. Sonne, Mond und Sterne werden vor deinen Augen tanzen. Aber erst folgt hier ein kleiner Vers. Nichts Großartiges, dafür selbst gefertigt. Es waren dereinst Sechse, es gibt davon noch zwei, von denen streicht die halbe Zahl. Wirst du die andere sein? Das muss dich doch interessieren. So, träum was Hübsches, du süße Hure. Und wieder ein kodiertes Datum? Ja, der 5. September. Der hat sie nicht alle. Wie man's nimmt. Er nennt uns das Datum, aber diesmal kein Jahr. Warum? Weil wir den 5. September noch vor uns haben? Nicht mehr lang. Noch 5 Tage. Aber was will er mit seinem verdammten Vers sagen? Es waren 6 und jetzt sind es nur noch 2. Vielleicht ist er ja ein Serienkiller. Und eine von den 2 übrigen könnte Allison sein. 2 Personen, aber nur 1 Datum. Wo steckt sie denn? Wenn ich das wüsste. Sie ist aus dem Hotel in Windsor in aller Frühe verschwunden. Das hat uns gerade noch gefehlt. Ich finde sie. Kann einen Moment dauern, aber ich finde sie. Okay, Ray, 10 Minuten. Ich muss die nächste Maschine nach Dublin erwischen. Ach, das vermisste Mädchen. Ja, die irischen Kollegen haben mir mitgeteilt, dass sie offenbar in Begleitung eines ziemlich kaputten Typen gesichtet worden ist. Ihr Stiefbruder, wenn's denn stimmt. Gut, aber erstmal ist sie am Leben. So sieht's im Augenblick aus. Wäre doch mal ein Fall für mich, hä? Was Positives. Nicht so pessimistisch, Ray. Ich habe Ihren Bericht gelesen. Sie haben einen Verdächtigen unbekannter Identität, 4 Daten und 3 Leichen. Das ist doch ganz beachtlich für die paar Tage. Inzwischen 4 Leichen, Sir. Oh, da muss mir einer entgangen sein. Auf der letzten Seite meines Berichts. Eine Frau namens Carol Bantle, 39 Jahre alt, am 7. August 1995 aus einem Kanal gefischt, in dem sie schon 2 Tage gelegen hatte. Das bringt uns jedenfalls auf 3 Leichen. Alle 39 bzw. 40 Jahre alt und eine männliche Leiche im Alter von 45 Jahren. Der Zeitpunkt seiner Ermordung stimmt ebenfalls mit einem Datum überein, das uns der Verdächtige übermittelt hat. Das könnte sein, der Verdächtiger war nur ein aufmerksamer Zeitungsleser. Ja. Vom Alter mal abgesehen, sonst irgendwelche Gemeinsamkeiten zwischen den Toten? Bisher nicht festzustellen. Es war im einen Fall eine unverheiratete Ärztin, dann eine 2-mal verheiratete Frau mit 3 Kindern und im dritten eine Christin, die gerade von einer Mission im Sudan zurückgekehrt war. Keine Anwendung von sexueller Gewalt? Nein. Die eine der Frauen wurde ertränkt, die nächste erschlagen, die dritte erdrosselt. In völlig verschiedenen Regionen des Landes. Und der Mann? Verheiratet, 2 Kinder, gehobener Laborassistent in einer Pharma-Company in Basingstoke, Kehle durchgeschnitten. Schwierig. Nicht auszuschließen, dass uns da einer verarscht. Nachher mobilisieren wir unsere gesamten Kräfte und werden von den Gazetten fertig gemacht. Oder aber wir haben es einfach nicht geschafft, einen paranoiden Serienmörder zu fassen. Na, da gibt's noch mehr Zoff. Das nächste Datum ist? Der 5. Noch 3 Tage. Das sicherste dürfte sein, Mrs. Adams rund um die Uhr zu bewachen. Ja, nur dass es da derzeit nichts zu bewachen gibt, weil sie gar nicht greifbar ist. Was? Sie hat in der bewussten Nacht in einem Hotel in Windsor genächtigt und war am nächsten Morgen spurlos verschwunden. Das hat gerade noch gefehlt. Meine Worte. Sie lassen sie suchen? Klar. So sehr, dass ich seit 72 Stunden nicht mehr gegessen, geschlafen oder sonst was Produktives getan habe. Aber es gibt eine Hoffnung. Josie. Wer zum Teufel ist Josie? Eine junge Assistentin von Allison Adams. Äußerst tüchtig. Das ist sie wahrscheinlich. Darf ich? Ja, Collins? Hier ist Josie. Ja, Josie. Neuigkeiten, Sergeant. Wir haben einen Typen namens James Eldridge ausfindig gemacht, auf den ihr Mr. Charlton ganz stark setzt.
Einen, den Allison Adams seinerzeit gefeuert hat. Er wird schon gesucht. Gut, nur so weiter. Aber vor allem, ich weiß, wo Mrs. Adams steckt. Im Ernst? Es hat ihr gar nicht gepasst, dass ich's rausgefunden habe. Wo ist sie? In irgendeinem ländlichen Hotel in Oxfordshire, weit ab vom Schuss. Ich bin schon mit einem Bein im Auto, um zu ihr zu fahren. Halt, Josie. Ich bin in 10 Minuten bei Ihnen. Ich fahre mit. Macht sie das denn öfter? Was? Dass sie einfach von der Bildfläche verschwindet. Ab und zu, wenn sie ihr nächstes Programm fertig hat. Oder mit jemandem privat zusammen sein will, wenn Sie wissen, was ich meine. Wohin genau fahren wir jetzt? Zu einem ländlichen Pub bei Brampton, eine gute halbe Stunde von Oxford. Sie kennt das Ding wahrscheinlich noch von feuchtfröhlichen Wochenenden aus ihrer Universitätszeit. Oxford? Ja, klar. Lady Seymour College. Hat einen Bestnotenabschluss in PPW hingelegt. PPW? Philosophie, Politik und Wirtschaft. Wann? Das weiß ich nicht genau. Sie wird dieses Jahr 40, also vor 20 Jahren. Es gab nämlich eine Person, die hieß Carol Bantle. Und die ging auf dasselbe College in Oxford, das Lady Seymour. Sie wäre so alt wie Mrs. Allison, wenn man sie nicht ermordet hätte. Josie, es kann ganz einfach sein, dass hier der Schlüssel zu allem liegt. Dass unser Verbrecher seinen ersten Fehler begangen hat. Darf ich Sie aber doch daran erinnern, Sergeant, dass ich niemandem Rechenschaft schuldig bin, wann und warum ich mich wo auch immer aufhalte? Darf ich Sie daran erinnern, dass einer unserer jungen wissenschaftlichen Mitarbeiter ums Haar sein Augenlicht verloren hätte, weil er ein an Sie adressiertes Paket geöffnet hat? Ich habe mein Bedauern darüber bereits ausgedrückt. Andererseits war es mir ja auch nicht gelungen, Ihren Vorgesetzten davon zu überzeugen, dass unmittelbare Gefahr bestand. Der wir zu begegnen suchten, indem wir eine stündliche Patrouille eingerichtet haben. Außerdem konnten wir inzwischen Ihren Sender dazu überreden, das Alarmsystem komplett neu zu installieren. Ah, danke. Ja? Augenblick. Entschuldigen Sie mich bitte. Ein ziemlicher Sturkopf Ihres Sergeant. Der Sturkopf dürfte aber näher dran sein, Ihnen Ihre Psychoten vom Hals zu schaffen, als alle anderen vor ihm. Er hat die Zahl schon mal auf 2 ernsthafte Kandidaten runtergeschraubt. Sieh mal an. Und wer sind die? Das soll er Ihnen selbst sagen. Die haben ausfindig gemacht, wo James Eldridge steckt. Ein freier Mitarbeiter in ihren Studios, den sie vor circa 2 Jahren gefeuert haben. Ach, diese Ratte, ich weiß schon. Der hat ein leeres Kabuff hinter einer Damengarderobe gefunden und von da Nacktfotos geschossen. Jawohl, den habe ich vor versammelter Mannschaft abserviert. Wir mussten ein Exempel statuieren. Ein einziges Nacktfoto in der Boulevardpresse bedeutet das Ende von jeglicher Fernsehkarriere. Aber seitdem hat er sie wohl auf dem Kieker. Und ihre Nummer 2? Josie hat sie ins Bild gesetzt? Nur, dass es eine Nummer 2 gibt. Den wir inzwischen für hochgefährlich halten. Ich kann Ihnen vermutlich mehr sagen, wenn Sie mir mit ein paar Namen aus Ihrer Oxforder Zeit helfen. Klingelt da etwas bei Ihnen? Kate Allen, Penny Graham, Carol Bantle? Puh. Och, es gab jede Menge Kates, Pennys und Carols. Wir waren die ersten Frauen, die im Seymour zugelassen wurden. Vorher war das eine reine Männersache gewesen. Und Frauen ändern ihren Namen, heiraten, lassen sich scheiden. Ich habe mein Berufsleben als Allison Greenaway angefangen und als Allison Douglas fortgesetzt, um es derzeit, wie bekannt, als Allison Adams zu bestreiten. Aber den dazugehörigen Mr. Adams gibt es auch schon 1-2 Jahre nicht mehr. Ist es wichtig? Die erwähnten Frauen sind alle tot, Mrs. Allison, und zwar ermordet. Und sie waren möglicherweise alle Studienkolleginnen von Ihnen in Oxford. Unser Mann war so arrogant oder so dumm, uns indirekt die Daten jedes Mordes zu nennen. Mein Boss hält es allerdings für möglich, dass er sie sich einfach aus der Zeitung geholt hat und nur Eindruck schinden will. Und Sie? Tja, er hat angedeutet, dass er es auf 2 weitere Personen abgesehen hat. Von denen ich die eine bin? Ja. Und das verbindende Element, wie angedeutet, ist die Universität Oxford. Das ist schwer zu glauben. Mehr haben wir im Augenblick nicht an der Hand, Mrs. Adams. Allison, Kate, Penny, Carol. Da hat einer eine furchtbare Wut im Bauch. Gab's Streit oder Zoff?
Jede Menge. Zu viel, um mich zu erinnern. Die haben die Frauen im College gehasst und ich habe ihr aufgeblasenes, arrogantes Macho-Gehabe gehasst. Die hätten mich zweimal um ein Haar rausgeschmissen. Gerettet hat mich nur mein Professor ein Goldstück. Und Sie erinnern sich nicht an Einzelne, mit denen Sie sich angelegt haben, unter den Kommilitonen oder dem Lehrkörper? Nicht wirklich, nein, nein. Ich habe einfach gegen alle und alles rebelliert. Das genügt hier nicht. Ich weiß nicht, ob Sie ganz begriffen haben. Ein Psychopath hat es auf Sie abgesehen. Und um ihn zu finden, brauchen wir dringend ein Puzzleteil, das nur Sie besitzen. Von Kate und Penny mal ganz zu schweigen. Was ist mit Carol? So viele Carols kann es doch gar nicht gegeben haben. Es ist nur wirklich elend lange her. Carol. Carol. Augenblick mal. Sherman, Sherman, nein, Schurten, auch nicht. Sherwood. Das könnte sie sein. Eine kleine, graue, weinerliche Maus. Ja, Carol Sherwood. War den rauen Seiten des Unilebens nicht recht gewachsen. Warum weinerlich? Da gab es eine seltsame Geschichte mit einem der Dozenten. Er hat Studentinnen zu sich eingeladen und unter Alkohol und Drogen gesetzt, bewusstlos gemacht. Vergewaltigt? Wohl nicht, aber ausgezogen haben sich alle oder wurden es alle. Sie waren mit von der Partie? Nein, nein. Mich hat die PPW viel mehr interessiert, aber als ich davon hörte, da habe ich die Mädchen organisiert und dafür gesorgt, dass die vermufften College-Oberen uns zur Kenntnis nahmen. Wir haben sie vor die Wahl gestellt. Ihr tut was oder wir zeigen ihn an. Ich bin nicht mehr so ganz sicher, aber wie es ausging, ich glaube, er hat die Universität am Ende verlassen. Wie hieß er? Och, wenn ich das noch wüsste. Für mich war die Sache erledigt, sobald klar war, dass die kapiert hatten und bereit waren zu handeln. Naja, es ist eine kleine Spur, besser als nichts. Nein, warten Sie. Kate. Nein, Casey. Casey Payne. Biologie. Ja, ja. Das waren die Naturwissenschaftlerinnen, viel geschätzter als ich mit meiner Politik. Aber von ihr hatte ich die Geschichte, wenn ich mich recht erinnere. Tja, und wie hieß der Kerl? Das könnte stimmen. Anderson. Und Sie glauben, der ist es? Unmöglich zu sagen, aber in Frage kommt er. Im Übrigen haben wir uns mit Ihrem Sender in Verbindung gesetzt und Leibwächter für Sie organisiert, für eine Rundumbewachung. Na, danke sehr. Aber richtig, ich halte mich leider nicht unbedingt an die Spielregeln. Wenn ich irgendwo an gute Informationen rankomme, bin ich auf und davon. Einverstanden. Solange Sie uns informieren, wo Sie jeweils sind. Gut, das wird Josie übernehmen. Ich brauche übrigens Josie noch hier. Dann verschaffe ich mir einen Wagen. Kann ich Sie mitnehmen? Midwest TV schickt mir einen Hubschrauber. Mit so reichen Freunden kann ich nicht konkurrieren. Reiche Freunde? Ja. Solange die Gans ihnen goldene Eier legt, sobald die ausbleiben, kommt der Vogel und das Beil. Ich hatte Ihren beauftragt, den Jungen zu verhören und meinen Flug abgesagt. Was wollte er denn mit der Kleinen ausgerechnet in Irland? Seine Großmutter war Irin. Er ist nicht der Hellste. Er wusste aber offenbar, was sein Vater mit seinen Schwestern getrieben hat und ist mit der Größeren abgehauen. Scheint gedacht zu haben, dass die Kleine im Karawan nur schläft. Scheiß Welt. Ja. Was tut sich in der Irin? Inzwischen steht einwandfrei fest, dass nicht nur die drei Frauen eine Oxford-Vergangenheit hatten, sondern auch der männliche Ermordete, James Nutt. Er war ein Laborassistent und hat die Universität mehr oder weniger zur gleichen Zeit verlassen wie James Cameron Anderson. Der galt übrigens als brillanter Wissenschaftler. Sie haben ihn vor die Wahl gestellt, Entlassung oder freiwilliger Abgang. Es ist zu keinen sexuellen Handlungen gekommen? Offenbar nicht. Wie ja auch nicht bei den toten Frauen. Er hat die Mädchen anscheinend betäubt und dann obszöne Aufnahmen gemacht. Das hier dürfte die Adresse Eldridge sein. Da ist ein Bobby. Was machen Sie hier? Ich kontrolliere den Eingang zu Nummer 16, Sir. Befehl von Superintendent Jefferson. Ein Mann ist hier ermordet worden. Ein gewisser Eldridge. Ich kann mir nur immer noch nicht zusammenreimen, aus welchem dreckigen Grund Anderson Eldridge umgebracht hat. Wir wissen ja nicht mal, ob er es war. Doch. Er hat uns ja sogar das Datum genannt, den 5. September.
Ich habe nur gedacht, das gilt Allison Adams. Sie dürfte auch sein Ziel bleiben. Die war ja offenbar die Architektin seines Ruins als Wissenschaftler. Aber dass er vorher noch jemanden umlegt, zeigt seine ganze Arroganz. Er hält sich für unverwundbar. Warum Eldridge? Anderson, der in einer Art Tuchfühlung mit Allison stand, könnte mitbekommen haben, dass Eldridge von ihr gefeuert wurde. Vielleicht hat er ihn benutzt, sogar bezahlt. Dafür, dass er seinerseits Allison mit obszönen Anrufen verfolgt? Ja, um Druck zu machen. Und als er ihn nicht mehr brauchte, hat er in ihm nur noch einen potenziellen Zeugen gesehen. Aber mich beunruhigt, dass wir nichts mehr von ihm hören. Ja, und das schon seit ein paar Tagen. Collins? Endlich erreiche ich Sie, Sergeant. Mein Name ist Helen Cross. Ich bin Miss Adams' Sekretärin. Aha. Ich soll Ihnen ausrichten, dass Miss Adams und ihre Assistentin Josie Clark gestern beruflich nach Griechenland geflogen sind. Nach Griechenland? Gestern? Ja, ich weiß, das kommt ein bisschen spät, aber irgendwas muss schiefgegangen sein. Ich habe Genaueres erst vor 5 Minuten erfahren. Geben Sie mal her, Ray. Hier, Sir. Miss Cross, ich bin Chefinspektor Johnson. Ich habe gehört, was Sie Sergeant Collins gesagt haben. Wohin in Griechenland sind die Damen geflogen? Erst nach Athen und von da offenbar nach Skyros. Ich habe nur den Flug nach Athen gebucht. Von da sollte es mit Charter weitergehen. War Miss Adams schon öfter dort? 3 oder 4 Mal. Und die gestrige Reise war schon länger geplant? Nein, das entstand ganz kurzfristig. Was war der Anlass? Ein Treffen mit einem Informanten. Auf wessen Initiative hin? Augenblick. Ein Colonel Isigonis hat sich mit Miss Adams in Verbindung gesetzt. Kennen Sie den? Nein. Miss Adams bereitet schon länger ein Feature über die Situation im Nahen Osten, speziell die griechisch-türkischen Spannungen vor. Und so tauchen immer wieder neue Namen auf. Mhm. Nichts weiter Ungewöhnliches oder Verdächtiges an der Sache in Ihren Augen? Nein, es sieht nach einer Routinegeschichte aus. Hat Ihre Chefin einen Leibwächter mitgenommen? Keine Ahnung. Ich sollte lediglich 3 Tickets nach Athen buchen und das habe ich auch getan. Ja, dann vielen Dank einstweilen, Miss Cross. Tja, die erste Frage ist, gibt es den Oberst Isigonis? Oder ist dieser Name eine Falle, die Anderson aufgestellt hat? Und in die Allison Adams mit ihrer Josie Clark gerade reinlaufen? Isigonis können wir checken. Na schon, aber das dauert. Polizei, Armee und so weiter. Hm. Und wenn er vom Geheimdienst ist, mach sowieso keiner's Maul auf. Hm. Nein, nein. Holen Sie sich von zu Hause Pass und Waschbeutel. Sie fliegen mit der nächsten Maschine nach Athen, Ray. Warum nicht Sie selbst, Sir? Erstens, weil Sie die Damen inzwischen besser kennen als ich. Und zweitens, weil ich von hier leichter ein paar nützliche Fäden ziehen kann als Sie. Zum Beispiel über das Foreign Office bei unserer Botschaft in Athen. Und damit bei den griechischen Behörden, mit denen wir es zu tun bekommen. Kurzum, ich treibe jemanden auf, der Ihnen unter die Arme greift. Die sollten unsere Sorgen bezüglich des 5-fachen Mörders James Cameron Anderson schon ein bisschen teilen. Wir werden natürlich nicht drängeln. Nur unsere Dankbarkeit bekunden, wenn Sie ein bisschen kooperieren. Zum Beispiel für die unbürokratische Rückführung der beiden Leichen in das United Kingdom sorgen. Himmel, seit wann sind Sie ein solcher Pessimist, Ray? Ich sehe mich mehr als Realisten. Er hat sie jetzt möglicherweise schon 24 Stunden in seiner Gewalt. Stimmt. Sehen Sie zu, was Sie tun können. Wann kommt endlich das verflixte Skyros in Sicht? Ah, 1 Stunde müssen Sie schon noch aushalten. Und dann wird's nicht die Insel Skyros, sondern Kyros. Verdammt! Haben die mal wieder alles vermurkst bei uns? Nein, aber aus dem einen oder anderen Grund wurde das Flugziel nach der Ankunft der beiden Frauen in Athen geändert. Ah, und warum haben Sie mir das nicht schon in Athen gesagt? Weil Sie sich womöglich erst noch mit London in Verbindung gesetzt hätten und damit wertvolle Zeit verstrichen wäre. Was ist der große Unterschied zwischen beiden Inseln? Ah, Kyros ist sehr viel kleiner und wird im Gegensatz zu Skyros nicht von Touristen, sondern von Schafen samt einer Anzahl von Hirten bewohnt. Und an Fremden gibt es ansonsten nur eine kleine Kolonie von Ex-Hippies. Zur Erheiterung besagter Hirten gelegentlich unbekleidet ums Lagerfeuer tanzen. Außerdem gibt es ein ehemaliges Kloster, von dem nur noch eine Ruine übrig ist. Aber ein Untergrund,
lässt sich noch leben. In den ehemaligen Vorratsräumen der Mönche. Und die Tunnel, die unterirdisch ans Meer führen, sind wohl auch noch intakt. Waren die Mönche im Nebenberuf Schmuggler? Ja, das waren ja bettlarme Leute. Damit haben sie sich wahrscheinlich über Wasser gehalten. Aber nach den Mönchen haben sich für einige Zeit professionelle Schmuggler da eingenistet. Und was hat das alles mit Anderson zu tun? Anderson hat sich in den Ruinen der Domizil für seine gelegentlichen Besucher eingerichtet. Sie kennen ihn? Oh ja. Wir behalten alle im Blick, die Kyros einen Besuch abstatten. Die Insel ist Zwischenlager und Umschlagplatz für alles Mögliche. Drogen, Waffen und vor allem Informationen. Wir haben dort eine Abhörstation. Und Anderson? Er scheint auf der Insel 2 bis 3 Mal im Jahr. Und die beiden Frauen? Wurden nach unseren Informationen mit einem Hubschrauber eingeflogen, der sie vor der Klosterruine abgesetzt hat. Der Pilot muss noch genauer befragt werden. Hält man in England Anderson für gefährlich? Er ist möglicherweise ein mehrfacher Mörder. Geistig gestört. Wir werden sehen, was wir tun können. Mein Onkel Thomas wird nützlich sein. Ein Onkel? Ein Landonkel. Er weidet 50 Ziegen. Kennt die Insel aus dem FF. Eingang, den er üblicherweise benutzt. Fällt überhaupt nicht auf, wenn man nicht Bescheid weiß. Ja. Und drinnen dürfte es dunkel sein. Nehmen Sie diese Taschenlampe. Danke. Ich biete Ihnen noch einmal an, dass ich meine Leute vorausschicke, bevor Sie hineingehen. Wenn Sie die Lage für gefährlich halten. Besser nicht. Womöglich dreht er beim Anblick einer Gruppe griechischer Polizisten durch und fängt an zu ballern. Ich versuche, ihm anders beizukommen. Okay. Aber eine Waffe? Nein, danke. Wie Sie meinen. Aber ziehen Sie wenigstens diese kugelsichere Weste an. Ohne die gehen Sie wieder nicht hinein. Schön. Zurren Sie fest. Gut. Wie gesagt, wir haben sämtliche Ausgänge aus den Ruinen gesichert. Viel Glück. Josie, Allison, hallo? Geben Sie es auf und bleiben Sie stehen, wo Sie sind. Ich habe eine Waffe. Ich schieße auf die beiden Frauen, wenn Sie Schwierigkeiten machen. Schalten Sie jetzt die Taschenlampe aus und gehen Sie noch ein paar Schritte weiter. Halt! Schließen Sie die Tür hinter sich und verriegeln Sie sie. Dr. James Cameron Anderson nehme ich an. Josie? Allison? Hier, auf dem Boden. Sind Sie in Ordnung? Ja. Es ist nur kalt und er hat Allison geschlagen. Manieren haben Sie wohl nicht studiert. Aber gestatten Sie. Detective Sergeant Raymond Collins mit Westpolizei. Ich fordere Sie auf, mit mir in das United Kingdom zurückzukehren, da wir Ihnen einige Fragen zu stellen haben. Sonst noch was? Etwas näher. Ins Licht. Ist ja wie eine kleine Festung hier unten. Die Chose scheint nur nicht mehr sehr lange zu halten. Was für Fragen? Über das plötzliche und unerwartete Ableben einer gewissen Kate Allen, einer gewissen Penny Graham und einer gewissen Carol Bantle. Sämtlich Studentinnen in Oxford in den Jahren ihrer dortigen, wie immer wieder zu hören ist, brillanten Lehrtätigkeit. Weitere Fragen betreffen einen gewissen Albert Nutt, Labortechniker seines Zeichens, Lieferant von narkotischen Drogen auf Bestellung sowie, ebenfalls auf Bestellung, von pornografischen Fotos.
Er ist ebenfalls auf unnatürliche Weise ums Leben gekommen, was auch neueren Datums für einen gewissen James Eldridge gilt. Sergeant, ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Dann besteht ja kein Grund, nicht mit mir zu kommen. Es sei denn, Sie sähen die weitere Frage bezüglich der Erfindung eines Colonel Isigonis als Hinderungsgrund. Wahrscheinlich wird sich auch die griechische Polizei dafür interessieren, unter welchen genauen Umständen Miss Adams und Miss Clark hierher gelangt sind. Sie haben nicht alle Tassen im Schrank. Das hat interessanterweise auch einer der Psychiater über den Mann gesagt, der Miss Adams mit dreckigen Anrufen verfolgt hat. Er gebrauchte allerdings das Wort Psychopath. Oh, wie clever. Aber Sie verschwenden nur Ihre Zeit, Sergeant Collins. Sie haben nicht den kleinsten Beweis, dass ich mit diesem Scheißhaufen von Behauptungen irgendwie in Zusammenhang zu bringen bin. Eine wackelige Konstruktion, die ich Ihnen da gerade vorgeführt habe, zugegeben. Jeder bessere Staatsanwalt würde Sie dem Verteidiger um die Ohren schlagen. Sie haben es verstanden, uns an der Nase herumzuführen. Das hört man gerne von einem Polizisten. Sie haben einen schweren Fehler begangen. Ja, und das der wäre? Ihr Fehler sind die beiden Frauen. Wie konnten Sie nur auf die Idee verfallen, sie hierher zu locken und gewaltsam festzuhalten? Miss Adams als ehemalige Oxford-Studentin steht im engsten Zusammenhang mit dem jähen Ende ihrer Universitätskarriere. Ich meine, wenn ihr etwas Ernsthaftes passieren sollte, oder Miss Clark, oder mir, also Vorsicht. Ich weiß nicht, was Sie wollen. Ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, dass Sie sich nicht einbilden dürfen, ich sei allein hier und auf eigene Faust. Vor jedem Ausgang, den diese seltsame Anlage hat, steht griechische Polizei. Sie sind ein verfluchter Lügner! Vor jedem! Josie, ist bei Ihnen ein Ausgang? Ja, hier schließt ein Vorratstunnel an. Kann Allison laufen? Ja, ich kann. Dann los, beide, nichts wie raus. Da geblieben! Ich schieße! Verstanden! Ich schieße! Hören Sie nicht auf ihn! Er kann nicht schießen, solange ich vor ihm stehe. Er kann mich nicht aus den Augen lassen. Ah, Scheißkerl! Er ist wahnsinnig! Hier sind lauter Drähte und Sprengladungen oder was das ist! Ja, wahnsinnig! Meinen Sie? Dann hören Sie doch mal! Und jetzt? Das hat Ihnen den Rückweg versperrt. Die Damen sitzen in der Falle. Denn am anderen Ende des Tunnels finden Sie nur einen 10 Meter tiefen Schacht direkt ins Meer. Und das nennen Sie wahnsinnig? Ich finde das nicht schlecht ausgedacht. Für einen Ausnahmefall wie diesen. Aber Josie Clark hat nichts in einem Ausnahmefall zu suchen, nicht wahr? Sie hat doch keinerlei Verbindung zu Ihnen. Um ganz ehrlich zu sein, sie hat mir ein gewisses Kopfzerbrechen bereitet. Aber so ist das Leben. Es ist voller unschuldiger Opfer. Wie Sie ja auch eines sind. Obwohl, nein, ein Polizist. Und unschuldig. Was sag ich denn? Sie haben Ihre Opfer zu sich geschleppt, betäubt und für pornografische Fotos benutzt. Aber sexuell missbraucht haben Sie sie nicht. Das nicht. Ich schätze, weil Sie impotent sind. Dr. Scheißkerl Anderson, warum mussten Sie sie denn umbringen? Sie wissen nichts. Sie verstehen nichts. Meine Forschungen waren bedeutend. Ich war der führende Kopf auf meinem Gebiet. Ich habe Dutzende von wissenschaftlichen Auszeichnungen erhalten. Die Königin hat mich geadelt. Man hat mich für den Nobelpreis vorgeschlagen. Mit einem Schlag. Das alles vernichtet. Ein paar elende, dumme Ziegen mich anschwärzten. An der Spitze dieses Dreckstück Allison. Für einen so klugen Geist sind Sie ein ganz schöner Dummkopf. Wer Sie ans Messer geliefert hat, war Albert Nott. Derselbe Mann, der Ihnen die Betäubungsdrogen verschafft und Fotos gemacht hat. Und warum? Weil Sie geizig sind, ihn nicht genügend bezahlt haben. Also hat er Abzüge auf eigene Rechnung verkauft.
Und ein paar davon sind in die Hände eines Mitglieds des College-Senats gelangt, des Reverend Cargill. Er hat Albert Nott gestellt und Albert Nott hat sie verpfiffen. Dr. Anderson, Sie haben die Frauen für nichts und wieder nichts umgebracht. Die waren es nicht, die ihre Karriere vernichtet haben. Tod ist tot. Und was Sie angeht, so sollten Sie ja vielleicht einmal zur Bibel greifen. Da können Sie erfahren, dass alles seine Stunde hat. Und dass es für alles eine Zeit gibt. Auch eine Zeit zum Sterben. Und so wie die anderen vor Ihnen gestorben sind, so sterben Sie jetzt. Jetzt ist Ihre Zeit gekommen. Und keiner kriegt's mit. Sehen Sie sich das einmal an, was ein Dummkopf sich so alles ausdenkt. Ein Belüftungsschacht. Aber nein, ein Fluchtweg für die Schmuggler, die sich hier festgesetzt haben. Aber ein verbesserter, da, mit Steigeisen. Endlich eine Gelegenheit, die Dinger zu benutzen. Sie bleiben da. Der Schalter, um das Ganze in die Luft zu jagen und zum endgültigen Einsturz zu bringen, ist nach Dummkopfart draußen angebracht. Aber damit Sie nicht auf die Idee kommen, mir zu folgen. Die nehmen Sie doch draußen in Empfang, Dummkopf! Verblute oder noch lebendig begraben werde. Hi, Josie. Und ich dachte, Sie liegen noch fest im Bett? Nein. Man hat beschlossen, dass ich's überlebe und hat das Bett einem gegeben, der es nötiger hat. Also habe ich die Schwestern alle abgeküsst und warte hier auf das Taxi, das mich zu meiner Maschine nach Hause bringen soll. Und so lang sollten Sie neben mir sitzen. Ich will ja nur wissen, woher Sie wussten, dass er uns nicht erschießt. Ich hab's nicht gewusst. Es war eine begründete Vermutung, bei der man aber Glück haben musste. Wenn Allison allein gewesen wäre, hätte sie zu dem Zeitpunkt wohl schon nicht mehr gelebt. Jahrelang hat er darauf hingearbeitet, sich an ihr zu rächen. Aber dann sind sie aufgetaucht und dann noch ich. Das hat ihn durcheinander gebracht. Er wusste nicht wirklich, was er tun sollte. Aber auf sie hat er geschossen. Weil sie sich wie eine Zielscheibe vor ihm aufgebaut haben, nicht wahr? Naja, ganz so mutig war es nicht. Alex Konstantin hat mir eine Kugelweste verpasst, die nur leider gar nicht zum Einsatz kam. Anderson ist ein miserabler Schütze. Er hat meinen Oberarm und den einen Schenkel erwischt. Ich hab gedacht, er hat sie umgebracht. Umgekehrt desgleichen. Hat sicher nicht viel gefehlt. Wir haben uns nicht getraut, in den Schacht zu springen und standen da und haben gezittert. Aber dann schoben sich vier hübsche junge Froschmänner ihres Freundes Alex Konstantin ins Bild und machten uns Mut. Wer war Alex denn eigentlich? Ich weiß es selbst nicht wirklich. Die haben das aus London organisiert, aber vermutlich ein Geheimdienstmann. Und wie geht das Leben weiter? Nächste Woche soll ich mit Allison nach Istanbul fliegen. Ich hoffe, dass es dort friedlicher zugeht. Aber sie haben mir aus London schon mal eine dicke Gehaltserhöhung angekündigt. Auch wenn ich nicht ganz weiß, wofür. Und einen Aufstieg im Team. Gratuliere. Und Sie? Ich bleibe noch 1-2 Monate Sergeant. Dann sollte sich auch bei mir langsam was bewegen. Vorher fahre ich 14 Tage auf die Bahamas. Oh. Auf Kosten Ihres Senders. Normalerweise werden dergleichen Angebote ja abgelehnt, aber mein Chef hat ein Einsehen gehabt. Er hat gesagt, da kann man nicht widerstehen. Erste Klasse Flugtickets, 5-Sterne-Hotel, keine Begrenzung für Ausflüge und dergleichen. Das alles für 2 Personen. Ich bin aber nicht verheiratet und verlobt auch nicht. Mit anderen Worten, 1 Ticket ist übrig.
Besteht platonisches Interesse? Oh, toll. Aber ich fürchte, die Reise nach Istanbul mit Allison kann ich nicht gut ausschlagen. Von der Karriere her gesehen. Klar. Ah, das dürfte mein Gefährt sein. Ach, ob Sie mir mit dem Koffer helfen könnten? Klar. Lassen Sie los. Ein Gutes hat die Sache unbedingt. Und zwar? Dass ich Sie kennengelernt habe. Das sehe ich ähnlich. Ich denke ja, Allison schuldet mir eine Kleinigkeit und Ihnen jede Menge davon. Und auf den Bahamas war ich noch nie. Und Sie haben ja gesagt, platonisch. Strikt platonisch, versteht sich. Dann sagen wir doch schon mal ganz schlicht, auf mit uns zu den Bahamas. Auch der Tod hat seine Zeit von Ivor Wilson, aus dem Englischen von Hubert von Bechtolsheim. Es sprachen Jenny Gröllmann, Benjamin Uzerath, Nina Weniger, Ulrich von Bock und Christoph Banzer. Ferner wirkten mit Rolf Becker, Andreas Grotka, Irene Kleinschmidt, Kurt Glocksin, Holger Postler, Nicolas Baudieu, Hans-Werner Leupelt, Ulla Sachse und Gottfried Mehlhorn. Technische Realisation Peter Nielsen und Monika Borchel. Musik Stan Regal. Regieassistenz Vivien Koppelmann.